Haus am Dom, der Podcast. Religion ist ein prekäres Thema, ein Thema, das Konflikte auslöst. Menschen, die offensichtlich religiös sind, werden öffentlich angegriffen, diskriminiert, angefeindet, aber auch Journalisten und Journalistinnen sind inzwischen in der Situation, von ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppen bedroht und angegriffen zu werden. Liebe Frau Behler, was heißt es denn für die evangelische Kirche in Frankfurt, Medienarbeit zu machen? Was ist Ihre Zielgruppe? Wie ist Ihre Reichweite? Was hat sich da in den letzten Jahren vielleicht auch verändert? Also mein Job ist die Pressearbeit und ich erlebe die Resonanz als weiterhin eigentlich durchaus gut, nicht genau nachzuvollziehen, warum manche Themen ziehen. Sicherlich ziehen sozialdiakonische Themen besser und auch Seelsorge bei Gemeinde, das findet so gelegentlich statt. Sehr häufig bei den Gesprächen mit Journalisten kommt sehr viel Biografisches. Das finde ich sehr interessant. Also das kannte ich aus meiner Journalistinnenzeit nicht, dass die Leute mir ihr Leben erzählt haben. Und so merke ich, Kirche berührt. Die Leute sagen, ich war früher Messdiener, ich war früher, hatte einen ganz tollen Konfirmandenpfarrer, ganz furchtbar. Und dann ergibt sich daraus gerade bei Geschichten häufig eine Chance. Man kommt sehr ins Gespräch. Also Kirche polarisiert, das erlebe ich schon. Unsere Kanäle ist zum einen die Mitgliederzeitung Evangelisches Frankfurt in Offenbach, das alle in ihren Briefkasten bekommen, Print. Und wir kriegen darauf relativ viel Resonanz. Die Leute bekommen ja heute meistens nur Post von Versicherungen oder Bank oder so. Und die Tageszeitungen werden eben leider auch weniger bestellt. Und das ist ein Kanal, den wir sehr gut nutzen können für Leute, die weiter Kirchensteuer zahlen, aber nicht sonntags im Gottesdienst zu finden sind und die aber da von ihrer Kirche was erfahren und die uns das auch zurückmelden. Von daher setzen wir da durchaus auf Print. Wenn ich kurz noch was zu Social Media, da sind wir als Institution nicht so wahnsinnig erfolgreich. Da kriegen wir weniger Klicks. Das heißt aber, wenn Verantwortliche was in Facebook, Instagram platzieren, dann bauen sie eine gewisse Community auf. Da kriegen wir schon Resonanz. Vielleicht noch eine Frage. Religion explizit oder implizit, wie nehmen Sie das wahr? Also man könnte ja sagen, Gottesdienst, Frömmigkeit wäre so der engere Bereich. Soziales Engagement, das wissen wir, da punkten die Kirchen ja nach wie vor. Achten Sie darauf, dass nicht zu viel explizite Religion in Ihren Medien vorkommt? Oder merken Sie, dass da die Klickzahlen geringer sind? Also ich achte darauf, dass durchaus ab und an Religion vorkommt. Ich habe jetzt vorhin gerade unseren Pressedienst rausgeschickt und hatte dann Sommergottesdienst rein. Sie werden nicht üppig besucht werden, aber das sind Themen. Und wir sind als Kirche ja gefragt, in besonderen Situationen, wenn Unglücke passieren, finden Andachten statt. Wir sind bei diesen Themen gefragt. Es ist nicht so einfach, über Glaube zu sprechen. Und auch als Kirche würde ich mir manchmal auch mehr Mut und geschickte Wortwahl oder nicht geschickt im Sinne, wir müssen es nur gut verkaufen, sondern auch Mut zu Inhalten wünschen. Frau Hübsch. Bei Ihnen ist es ja eine ganz komplexe Lage. Ich könnte Sie also jetzt zu verschiedenen Situationen und Ihrem sehr komplexen und überall ja erfolgreichen Engagement fragen. Vielleicht darf ich persönlich anfangen. Sie sind ja auch jemand, die Bücher geschrieben hat, in denen Sie über Ihren persönlichen Glauben sprechen. Sie verstehen sich ausdrücklich neben Ihrer Medienkompetenz oder publizistischen Kompetenz auch als gläubige Muslima, die als solche, als Person auch öffentlich wird. Was ist da die Motivation und was sind Ihre Erfahrungen mit dieser klaren Positionierung, positiv wie negativ? Ich glaube, ich habe da unterschiedliche Motive. Es ist ja immer so, dass man da geprägt ist durch verschiedene Dinge. Vielleicht kann ich eine Anekdote erzählen, die während der Corona-Zeit passiert ist. Ich war in Hamburg bei der Zeit für ein Streitgespräch und es ging eigentlich auch nicht um Islam. Das war ein übergeordnetes Thema. Da ist aber dann, während wir uns so unterhielten und das Streitgespräch war im Gange, ist dann im Flur so eine Putzkraft vorbeigelaufen, die einen Hijab trug, also ein Kopftuch trug. Und ich konnte mir dann das nicht verkneifen, der Redakteurin zu sagen, sehen Sie, bei Ihnen ist genauso wie überall. Die Kopftuch tragenden Frauen, die sind eben als Putzhilfe da und nicht, sitzen nicht in den Redaktionen. Und das hat sie ziemlich empört. Und ich glaube, sie war auch wirklich wütend und hat das nicht stehen lassen und hat gesagt, nee, ich rufe jetzt sofort im Archiv an. Und sie hat sofort im Archiv angerufen und hat gesagt, bitte schicken Sie mir alle Artikel zum Thema Kopftuch, Frauen, Islam aus den letzten Jahrzehnten. Ich möchte alles haben. Und tatsächlich hat sich dann herausgestellt, dass ich recht hatte, dass bei all diesen Artikeln
dass da vielleicht ein oder zweimal mal eine muslimische Frau selbst zu Wort kam, die auch an Hijab trug, und alles andere waren eben Islamkritikerinnen oder Ali Schwarzer oder eben andere. Und das Interessante ist, also sie hat das dann fairerweise auch in dem Artikel dann mit reingenommen, also man kann das nachlesen, sie war so fair, hat es dokumentiert, aber es zeigt ja etwas. Es zeigt, dass es zum einen einen blinden Fleck gibt und der ist gar nicht immer, also der ist nicht absichtlich. Man glaubt, man macht das fair, man macht das gut, man macht das ausgewogen, aber man hat den Einblick in bestimmte Milieus nicht und nimmt gar nicht wahr, dass da bestimmte Perspektiven überhaupt nicht abgebildet sind und dass man gerade bei Debatten, wo es ja um Muslime geht, über sie spricht, aber nicht mit ihnen spricht. Und das ist natürlich eine totale Verzerrung. Und so bin ich aber groß geworden. So bin ich, also das habe ich jahrzehntelang ja erlebt. Ich habe Publizistik in Mainz studiert, habe natürlich die Medienberichterstattung verfolgt. Und da war immer diese Diskrepanz zwischen auf der einen Seite eine Kenntnis über den Islam, über die muslimischen Milieus und auf der anderen Seite diese Berichterstattung, die was ganz anderes ausgedrückt hat. Und da entsteht ein Schmerz. Da entsteht auch ein Bewusstsein dafür, dass man eine Stimme sein will für diejenigen, die im Moment keine Stimme haben. Und dass man aus diesem Ohnmachtsgefühl raus will. Also man möchte nicht einfach nur passiv rezipieren, sondern man möchte mitgestalten. Und man möchte eine andere Perspektive mit in den Diskurs reingeben, die gerade fehlt. Und ja, übergeordnet wollen Journalisten immer auch für die Wahrheit eintreten. Ja? Und ich glaube, zur Wahrheit gehört eben ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven mit drin zu haben. Und das war ein ganz treibender Motor für mich. Das heißt, Sie haben auf eine Lage reagiert, auf einen Schmerz, wie Sie sagen, den sicher viele Musliminnen und Muslime in Deutschland empfinden. Da gibt es ja auch hinlänglich wissenschaftliche Untersuchungen über Titelbilder, wie da der Islam konnotiert wird. Ob sich da jetzt was verbessert hat oder nicht, mögen Sie vielleicht beurteilen. Aber die Frage an Sie ist natürlich schon auch, was begegnet Ihnen denn? Sie haben eine Sache erzählt, entdecken, nehmen Sie wahr, eine Veränderung der Lage. Gibt es vielleicht auch aus der Community kritische Rückfragen, warum denn die und nicht ich? Ich meine, Sie machen das sehr gut, die Medien mögen Sie auch, also ist so mein Eindruck zumindest, es ist erfolgreich. Also wie ist denn da so ein bisschen der, auf der Zeitschiene die Sache gelaufen für Sie und ja, wie fühlt sich das für Sie an? Auch, das ist ja auch eine Verantwortung, die damit verbunden ist, ja. Also ich meine, einerseits hat sich natürlich was verändert, also punktuell sehen wir da schon wirklich einen Fortschritt. Andererseits hatten wir jetzt vor 2 Wochen den UEM-Bericht, also der unabhängige Expertenkreis für Muslimfeindlichkeit. Da hat das ja wirklich mit Meta-Analysen und nochmal 16 neuen Studien sich ganz ausführlich angeschaut, wie ist da die Lage, und das ist erschütternd, muss man sagen. Also es ist immer noch so, dass Muslime ganz selten in der Sprecherrolle sind oder in der Sprecherinnenrolle und dass teilweise Experten konsultiert werden, die eher für ihre Prominenz bekannt sind und weniger für ihre Expertise im wissenschaftlichen Bereich überhaupt kein Standing haben und trotzdem eben leicht zu erreichen sind und auch irgendwie ein gewisses Mediengefühl mitbringen und deswegen funktionieren. Und natürlich kann man das jetzt auch sagen, ist mir das vielleicht zugute gekommen? Ich habe Publizistik studiert, das hat irgendwie funktioniert. Aber ich merke schon auch, dass wir in den letzten Jahren, dass es eine Zurückhaltung noch stärker gibt. Also man versucht auch, Menschen eher in den Diskurs reinzunehmen, die einem säkularisierten Islam entsprechen, einer gewissen Vorstellung von einem säkularen, liberalen Islam entsprechen. Und da passt zum Beispiel das Kopftuch dann nicht mehr so gut rein. Also wenn es ein Turban ist, dann geht's vielleicht noch. Aber wenn das so klassisch getragen wird, also da ist einfach, man hat das Gefühl oft, man mutet gerade im TV-Bereich den Menschen zu viel zu. Das ist vielleicht zu viel verlangt, dass man damit klarkommt. Und wenn ich dann auch, ich bin ja auch im ARD-Programmbeirat zum Beispiel gestern erst unterwegs gewesen, wenn ich dann auf solche Zusammenhänge auch aufmerksam mache, da ist eine Skepsis da. Also da hinterfragt man die Studienlage und fragt, naja, was wurde denn da gefragt? Man kann sich das einfach nicht vorstellen, dass jeder zweite Mensch in Deutschland irgendwie muslimfeindliche Einstellungen hat. Das kommt einem völlig abwegig vor, weil man halt in einer gewissen Bubble drin ist. Und da muss man sagen, da haben wir schon noch einiges vor uns, da dieses Bewusstsein zu schärfen. Also ich kann das nur bestätigen. Morgen wird ja hier auch von mir moderiert ein Podium zum islamischen Religionsunterricht stattfinden nachmittags. Der Shitstorm, den wir auf den Internetseiten nur für die Frage, wie geht es weiter mit dem islamischen Religionsunterricht bekommen, ist also atemberaubend. Ich kann es nicht anders sagen. Und die Studie, es sind ja auch 2 Frankfurterinnen beteiligt, Saba Nojima und Anja Mittelbeck-Warwick, beide an der Goethe-Uni, hat jetzt unterschiedliches Echo, auch nach meiner Wahrnehmung aufgelöst. Starkes Echo bei den elektronischen Medien, bei den Printmedien war es eher verhalten. Das ist auch mein Eindruck und damit leite ich über zu Carsten Knob. Was sagen Sie denn zu dieser Wahrnehmung, die wir gerade gehört haben?
Deckt sich das aus Ihrer Perspektive oder was sind die Schwierigkeiten von jemandem, der ja nur für ein weit verbreitetes, hochrenommiertes Blatt Verantwortung trägt, im Dialog mit den Journalisten, mit verschiedenen Blättern, die ihre Eigenlogiken und ihre Autonomie auch haben, sowas wie eine faire, umfassende, angemessene, sage ich jetzt einfach mal ganz allgemein, Berichterstattung über Religionen insgesamt und speziell für den Islam hinzubekommen? Also ich kann dem zumindest nicht widersprechen, weil ich habe jetzt keine besseren Zahlen, habe aber auch, das räume ich gerne ein, in der Vorbereitung auf den heutigen Tag jetzt bei uns nicht diese Analyse gemacht, die zum Beispiel die Kollegin der Zeit anlässlich ihres Besuchs gemacht hat. Mag sein, dass das ähnlich ist. Also wir bemühen uns schon sehr, anders kann ich es nicht sagen, das nicht zu einer Kategorie werden zu lassen. Also wir haben natürlich erstmal wirklich gute, gestandene Journalistinnen und Journalisten in der Redaktion, die sich um das Thema kümmern. Also Rainer Herrmann, der ja jetzt inzwischen im Ruhestand ist, war einfach in der Region, um die es da geht, als Islamwissenschaftler eine Optimalbesetzung, und die Friederike Böge, die jetzt im Moment für uns in der Türkei ist, um die Region zu betreuen, macht es meines Erachtens nicht schlechter. Rufen die richtigen Leute an? Ich hoffe es. Mir fehlt tatsächlich, ehrlich gesagt, die Kompetenz und die Expertise zu beurteilen, ob da jemand anders hätte angerufen werden können. Spielen die Religionen bei uns alle eine vollkommen ausgewogene Rolle in der mit Sicherheit nicht. Also das ist ja klar, wir schreiben dann natürlich als privat finanziertes Medium, auch am Ende schreiben wir für unsere Leser. Und da bin ich mir jetzt relativ sicher, dass das nicht die Gesellschaft abbildet in der Religionszugehörigkeitsverteilung. Allenfalls mit Blick auf diejenigen, die inzwischen aus der Kirche ausgetreten sind. So. Und also gemessen daran, finde ich, macht die FAZ, und das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, sehr, sehr viel Berichterstattung rund um die Frage Religionen. Also in dem jetzt von mir verantworteten Rhein-Main-Teil trifft es auf jeden Fall zu. Wir haben diese Themen akribisch besetzt. Es kümmern sich Kollegen um die evangelische, um die katholische Kirche, um die anderen Religionsgemeinschaften, gerade übrigens auch sehr, sehr engagiert um die jüdische Religionsgemeinschaft hier in Frankfurt. Und ich selbst habe allergrößtes Interesse daran und versuche vor allen Dingen auch einen Gedanken etwas stärker mit in die Berichterstattung zu nehmen, der eigentlich überall ziemlich weg ist, nämlich die Frage Seelsorge, Spiritualität und so weiter, was möglicherweise vielleicht auch ein Pfarrer auf einer Kanzel wieder etwas stärker machen sollte. Und da merke ich, dass das tatsächlich auf sehr große Resonanz der Leser stößt, weil die nach solchen Formulierungen und Themen tatsächlich eher dürsten, während die normale Berichterstattung, wenn man so will, über die 0815-Themen eher untergeht. Und das ist jetzt dann wieder unabhängig von welcher Religionsgemeinschaft. Ab und zu lassen Sie sich auch selbst zu einem Kommentar hinreißen, zum Beispiel zum ÖKT, der wirklich engagiert auch als solcher wahrgenommen wurde. Jetzt können wir ins Gespräch gehen und fragen, sehen das denn die Religion selber vertreten in den Medien auch so, dass dieses Thema Frömmigkeit, Spiritualität fehlt, oder geht das eben tatsächlich schlecht? In der FAZ geht's gut, haben wir gerade gehört. Und lieber Herr Kaspar, die Frankfurter Rundschau hat ja einerseits ein, würde ich jetzt eher mal sagen, Mitte-Links-Publikum bei den Leserinnen und Lesern, klar, anders profiliert als die Frankfurter Allgemeine Zeitung, obwohl es sicher eine Menge Leute wie mich gibt, die beide Zeitungen versuchen zur Kenntnis zu nehmen. Gleichzeitig höre ich immer wieder, das ist das Stammblatt der evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrer, das also in den Pfarrhäusern in Frankfurt morgens als erstes gelesen wird. Wie sieht's denn da bei Ihnen? Genau. Ja, also vielleicht hätte ich Sie doch nicht nebeneinander setzen sollen. Wie sieht's denn bei Ihnen aus mit der Religion? Hat die einen besonderen Einschlag? Geht's da eher um Sozialethik, sozialkritische Themen? Bitteschön. Gerne. Also ich habe mir die Mühe gemacht, die Frankfurter Rundschau auszuwerten, die letzten 12 Monate. Und nur mal eine Zahl zu nennen, es gibt einfach keinen Tag, an dem wir nicht mindestens 3 bis 5 Artikel über kirchliche Themen haben. Das geht dann bis 25 hoch, also wo Sie Kirche, Moschee, Glauben, Religion finden. Und es gibt 3 Gs, denen ich das untergeordnet habe. Das erste G ist Gestalter. Also in allen Lokalteilen, Sie haben es gesagt, ist Kirche Gestalter des Lebens. Es gibt Presseabteilungen bei den kirchlichen Organisationen, den evangelischen, den
den katholischen. Es gibt automatische Nähe der Kolleginnen und Kollegen in ihre Gemeinschaften. Und wir berichten von Ausstellungen bis Hilfe für die Ukraine, wird es einfach abgebildet. Das ist so der Gestalter der Kirche. Und dann gibt es natürlich den Gegenstand Kirche. Bischöfe verwehren Reformen, aber auch Patrick Kuban greift auf Social Media eine osthessische Kita an, weil sie keine Muttertagsgeschenke macht. Und da ändert sich was. Also früher waren es IP-Adressen aus Plauen, die sie bedroht haben. Heute ist es die CDU-nahe Architektenvereinigung, die dann persönlich wird. Das Dritte, und das ist jetzt das, worauf Sie anspielen, also neben Gegenstand und Gestalter, ist Glaube. Die Frankfurter Rundschau ist eine Zeitung, die sich Haltung als Motto gegeben hat. Und Haltung braucht normative Fundierung. Also wenn Sie über Armut berichten, wenn Sie über Gerechtigkeit berichten, dann brauchen Sie eine normative Fundierung. Und die ist ganz häufig in dem evangelischen Urgrund, in der Urkunde, wie der Kollege sagt, manifestiert. Und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig da auch kommt. Also wir gehen, Sie haben es gesagt, Herr Knob, wir gehen ganz aktiv auf die denkenden Menschen in der Kirche zu, aber auch auf Buddhisten, auf jüdische VertreterInnen, in der Hoffnung, dass sie es kriegen. Und es gibt eine große Zurückhaltung, von Glauben zu sprechen, also vom Normativen zu sprechen. Da wird sich hinter Diakonie, hinter Hilfe versteckt. Aber der eigentliche, also zum Beispiel in der Kernfrage Krieg und Frieden, ja, in der Kernfrage Armutsbekämpfung, in der Kernfrage Ungleichheit, ermuntern wir die Menschen, sich zu äußern und zum Dialog einzutreten. Das ist aber eine Aufforderung, die wir machen, die oft auch keine Rolle in der Berichterstattung spielt, sondern in der Berichterstattung hat man ganz oft Hilfe, Caritas, Diakonie. Ja, es gab ja früher mal das böse Wort, dass man heute eher über seine Sexualität spricht als über seinen Glauben. Ob das ganz so ist, weiß ich nicht. Vielleicht wird auch zu wenig gefragt. Sie haben jetzt vorhin beide doch stark, also wenn man Politikteil FAZ anschaut, ist das ja auch mit Händen zu greifen, Christentum und Kirche, auch wegen der Leserinnen und Leser, hier eher katholisch, da eher evangelisch, mal grob gesprochen, angesprochen. Jetzt haben wir ja zahlenmäßig wachsende Gruppen von Immigrantinnen und Immigranten, Menschen mit internationaler Geschichte, wie man das politisch korrekt ausdrückt, die, wie wir aus allen ARD-ZDF-Studien wissen, sich eher schwer tun, damit deutsche Mainstream-Medien zu nutzen. Wir haben jetzt hier ja doch auch Fernsehleute, aber niemand vom Hessischen Rundfunk. Ich habe das jahrelang da eingeklagt. Frankfurt, die Hessische Landesmedienzentrale hat fröhlich Russia Today, TRT Int, Orban TV und Al Jazeera Lizenzen vergeben, so dass man es heute als Ungarin, als Pole und als Mensch mit türkischen Wurzeln völlig leicht hat, sich komplett sozusagen mit den muttersprachlichen Heimatmedien zu versorgen, was, wie wir alle wissen, nicht unbedingt zum verständnisvollen Miteinander führt. Das ist auch schon eine Frage, die in Richtung Herrn Thiab zielt. Aber es ist natürlich auch eine Frage an die Mainstream-Medien. Wie schaffen Sie es, diese Gruppen, die ja vor allem auch das junge Publikum ausmachen, wenn wir in Frankfurt wirklich von 60% unter 30-jährigen Menschen mit kroatischen, arabischen, türkischen Wurzeln reden, dann ist zumindest der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Not, denn der ist sogar gezwungen und nach seinen Statuten alle zu erreichen. Aber für Sie ist es dann eine quantitative, eine ökonomische Frage. Wollen Sie, wie machen Sie denn dahin die Tür auf? Letzte Frage, Herr Thiab, und dann sind Sie dran an die beiden Herren. Ja, also da sollte man, denke ich, das, was man erreichen kann, jetzt auch nicht überschätzen. Mhm. Logischerweise hätte ich gerne mehr Leser, aber also das wäre ja ein Projekt, das über Jahre sich hinzöge, um sich weite Teile dieser Gruppen zu erschließen. Also meine These wäre, dass es uns bei den kroatischen Einwanderern noch vergleichsweise einfach fällt. Die Antwort liegt ja im Übrigen auf der Hand. Ja, so, und bei allen anderen deutlich schwerer. Ich
provokant würde ich sagen, diese Gruppen würden wir wahrscheinlich nicht über unsere Berichterstattung über Religion erreichen, mhm, sondern weil wir auf anderen Gebieten relevant, mhm, sind, sei es in der Wirtschaftsberichterstattung, mhm, im Feuilleton. Ja, sind ja Profis, so. Young Urban Professionals, die, genau, in den Bankentüren arbeiten. Und dann arbeiten. kommen die auf dem Weg zu uns, ja, aber die FAZ an der Stelle völlig neu zu erfinden, wäre, glaube, okay, ich, nicht zielführend. Es fängt damit an, dass Sie die richtigen Menschen einstellen. Ja, also wenn Sie Christen einstellen, dann können Sie noch so bemüht sein, Sie bleiben außen. Und wir bemühen uns von unseren Volontariatsprogrammen, von den Einstellungsprogrammen, die Menschen zu finden gezielt, die diese Perspektive, diese Augen mitbringen. Und das haben wir zum Beispiel jetzt gemerkt bei der Aufarbeitung der Anschläge in Hanau, wie sich die Berichterstattung verändert, weil Yamur Chai darüber berichtet und Zugang findet zu den Opfern und eine ganz andere Tonlage erstmal findet. Und das ist ein struktureller Versuch, den wir haben, gerne. Aber Vorsicht, man darf das ja gar nicht zum Kriterium machen. Och, wissen Sie, wenn Sie Diversität einfach ausstrahlen, dann, also wir wählen die Dame nicht daraufhin aus. Und das ist ja auch eine multiple Diversität, die viele Menschen dann mitbringen. Und einfach eine große Freude, diese Diversität reinzuholen. Und wenn Sie niemanden haben mit einem muslimischen Lebenshintergrund, werden Sie auch diese Beziehung nicht finden. Und daran arbeiten wir. Ja, Herr Thiab, jetzt gibt es schon eine Menge Fragen und Themen im Raum, aber vielleicht doch auch nochmal an Sie die ganz naheliegende Frage: Was hat Sie denn bewogen, aus den ja doch erfolgreichen biografischen Zeiten bei Stern und RTL zu wechseln, zur MTA? Und wie schauen Sie auf diese schon angesprochenen Fragen, Agenda-Setting, Zielgruppenerreichung? Haben Sie überhaupt den Anspruch, Menschen zu erreichen, die nicht Ahmadiyya sind? Und was machen Sie dann, das ist die letzte Frage, was machen Sie für Erfahrungen mit Ihrer Medienarbeit? Das ist sehr interessant, dass Sie mir die Frage stellen. Mein Chefredakteur damals bei Stern TV hat mich auch gefragt: Salman, warum willst du wechseln? Dir geht es gut, du verdienst gut, du stehst vor der Kamera, all das, wonach sich andere Leute sehen, warum möchtest du wechseln? Vielleicht eine Frage vorher: Warum wollte ich überhaupt Journalist werden? Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich würde sagen, viele kennen mich hier im Raum. Ich gehöre zu den Leuten, die man als Deutschen absolut anerkennen würde. Und dennoch hat in meiner muslimischen Identität mir etwas gefehlt, wenn ich Medien konsumiert habe, insbesondere Massenmedien konsumiert habe. Meine Religion wurde da niemals so dargestellt, dass ich als verstanden galt, obwohl es 5 Millionen von den Muslimen hier in Deutschland gibt. Und da war ich aktivistisch und dachte, okay, die Journalisten, die sind so blöd, die können nicht über meine Religion berichten. Ich möchte Journalist werden. Ich habe ganz schnell gelernt, Journalisten sind gar nicht so blöd. Oft fehlt es einfach nur an Wissen. Ja, also wen spreche ich an? Wer sind die richtigen Experten? Dann macht man natürlich seine Karriere, macht seinen Weg und stellt irgendwann fest, okay, werden jetzt diese Themen so dargestellt, wie ich es möchte? Ich war ein großer Verfechter und bin es heute noch von der Sache, dass man diese Zielgruppen auch über die klassischen Massenmedien holen sollte. Weil wenn wir es nicht tun, Sie haben die Beispiele genannt, wohin das führen kann. Mit MTA haben Sie Glück, weil wir jetzt nichts Demokratiefeindliches vorhaben. Aber man sieht ja, wohin das führen kann. Die zweite Sache, die Sie auch angesprochen haben, die Zielgruppe, also zwei Sachen. Erstens muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, wohin möchten wir strategisch? Wenn Sie es von vornherein ausschließen, dass wir diese Zielgruppe nicht erreichen wollen, werden Sie in Zukunft ein Problem haben, weil die Gesellschaft wandelt sich. Und Ihre okay, okay. Das heißt, wenn wir Zukunft gestalten wollen, müssen wir ja eigentlich heute damit anfangen. Die zweite Sache, selbst wenn Sie konservative Leser haben, wo Sie sagen, okay, möglicherweise sitzen da nicht viele Muslime unter den Lesern, es gibt ein Thema, womit wir bei MTR sehr, sehr viel Reichweite, das ist ja auch die große Frage, wie schafft man Reichweite, geschaffen haben. Und das sind, Sie werden sich wundern, die spirituellen Themen, die ganz einfachen Themen. Da ist man Themen, sich ja dann einig. Ja, ganz einfachen Themen, wie beten Muslime, erreichen wir bei YouTube ohne große Mühe 100.000 Leute. Wir haben ein Experiment gemacht, eine Reportage
sieben Tage Islam, wie ist das als Muslim zu leben? Das sind durchaus Fragen des Wies und Was. Die haben ihre Leser genauso wie muslimische Leser. Dann gibt es natürlich die andere Perspektive, die Sie gerade angesprochen haben. Wie schaffen wir es, diese Zielgruppe zu erreichen? Wir haben ganz häufig in den letzten Tagen den Hessischen Rundfunk zitiert mit der Volontärsausbildung. Und da bin ich bei Ihnen, dass die journalistischen Standards gewährt bleiben müssen. Aber wir sehen, dass wenn wir uns diesen Standards an diese Standards halten, aber gewisse Diversität reinbringen, dann kann es ein Programm verändern. Wie kann es ein Programm verändern? Bei SternTV hatte ich eine Kollegin, sie hat über die Rütli-Schule berichtet. Sie kennen das Problem, Migranten, hoher Migrantenanteil, Konflikte auf dem Schulhof. Und dann gab es eine Szene, da beschreibt die Kollegin die Situation, das Lager hat sich gespalten in wir und sie. Bei wir sieht man lächelnde deutsche Kinder, die auf dem Schulhof spazieren. Was sieht man bei sie? Was würden Sie glauben, war so das Bild bei sie? Mittelschicht. Ja. Keine deutsche Mittelschicht. Also wir hätten irgendwie Schüler erwartet, die vielleicht Unfug machen. Die Kollegin hat aus dem Kontext gerissen, es geht um Schule, es geht um Bildung, eine Moschee gezeigt. Und das war der Moment, also ich gehöre zu den Leuten, die am Tisch saßen bei SternTV, oft ganz normal seine Themen gemacht haben. Ich war viel im Ratgeber, investigativ unterwegs, habe mich bei diesen gesellschaftlichen Themen nicht zu Wort gemeldet, ganz häufig. Aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das geht so nicht. Also warum bitte diese Moschee an diesem Punkt? Und das war der Tag, an dem die Konferenz auch anders gelaufen ist und wo ganz viele Leute danach zu mir gekommen sind und haben gesagt, also das war wichtig. Ein anderes Beispiel bei der IS-Flagge, ja, da ist der Siegelring des Propheten Mohammeds abgebildet. Für uns spirituelle Muslime auch ein Siegel, was wir wirklich ehren. Und die Kollegin hatte da den Text stehen vor der Abnahme. Ich wurde zu der Abnahme gerufen. Das Symbol des Hasses. Was macht das mit den spirituellen Muslimen da draus? Und das ist einfach nur Feingefühl, das häufig fehlt. Ich bin nicht der Meinung, dass man in die oder in die Richtung gehen sollte, aber ich bin schon der Meinung, dass es ganz viele Menschen hier gibt und hier leben, die einfach verstanden werden wollen, die auch bedient werden wollen. Und wir merken mit muslimtv.de gar keine Ressourcen. Ja, also die Kollegen, die hier sitzen, verdienen ganz wenig Geld. Ja, es ist sehr, sehr viel Spendenarbeit. Aber wir erreichen mit den einfachen Themen mittlerweile schon hunderttausende Leute. Man sieht, der Markt ist da. Darf ich eine einzige Ergänzung machen? Sie haben vorher gesagt, wir kümmern uns um Muslime, um jüdische Perspektiven, um eine Zielgruppe zu erreichen. Das ist falsch. Also wenn Sie sich die Leserschaft, die Leserinnen und Leser unserer Zeitung anschauen, dann gibt es ein unglaubliches Interesse an der Gemeinschaft. Ein unglaubliches Bedürfnis, das eigene Nichtwissen zu beheben und eine sehr, sehr große Offenheit. Also wirkliches Interesse, Perspektivenergänzung, Ganzheit, Integration, eigene Neugier, ja. Und wir schreiben durchaus für unsere Zielgruppe, wenn wir über andere Religionen, wenn wir über Brücken schreiben, wenn wir darüber schreiben. Also ich halte das für falsch, das nur strategisch, kapitalistisch zu betrachten, sondern wirklich ein tiefes Interesse in der bestehenden, normativ geprägten, auch christlichen, evangelischen Leserschaft an dem anderen in einem wohlwollenden, aufnehmenden Sinn. Herr Thiab, Sie waren, glaube ich, noch nicht ganz durch. Dann würde ich gerne die beiden Damen. Ein Punkt dazu, ich bin absolut bei Ihnen. Dieses strategische Argument gilt insbesondere teilweise für Herausgeber, teilweise die auch ökonomisches Interesse haben, weil immer wieder der Vorwurf kommt, das hat vielleicht kein Reichweitenpotenzial. Ich hätte mir gewünscht, dass sich das Format, wir haben ein Format entwickelt, Imam trifft, wo ein Imam verschiedene Philosophen, Philipp Hübel, Margot Kessmann hatten wir im Gespräch. Diese Formate können, ich finde, die schicken sich genauso ihren Zeitungen, wie wir es machen. Und dieses Potenzial, darauf möchte ich einfach hinweisen, dass es das gibt. Da vielleicht auch darauf hinweisen, dass im FAZ-Feuilleton die eben schon erwähnte Sabah Nojima mit Merol Mendel, ihrem jüdischen Mann, regelmäßig von den Gesprächen beim Abendbrot berichtet. Eine großartige, Klosse oder regelmäßige Kolumne, genau. Also davon bräuchten wir vielleicht mehr. Warum? Also A, will ich nochmal kurz sozusagen uns die Erlaubnis geben, über Menschen mit internationaler Geschichte und religiöse Menschen
sozusagen in einem Atemzug zu sprechen, weil zum Beispiel der Bertelsmann Religionsmonitor genau das eben nahelegt. Also die einwandernden Menschen sind in einem höheren Maße, und zwar in einem deutlich höheren Maße religiös, als die doch schon einigermaßen durchsäkularisierte, ich sage jetzt bewusst nicht mehr aufnehmende Gesellschaft. Denn hier in Frankfurt reden wir von Superdiversität. Wir haben eben inzwischen eine viel komplexere Lage, als hier, dass hier irgendjemand jemand anderen integrieren würde. Also, Religion und Migration sind zwei nah beieinander liegende Themen. Zweitens, wo wollen wir denn eigentlich hin? Also, was wäre denn ein journalistisches Ethos sozusagen? Also, hier bei den beiden Menschen, die sich sozusagen nicht wahrgenommen und diskriminiert gefühlt haben, haben wir gehört, das ist eine starke Motivation gewesen, überhaupt diesen Beruf zu ergreifen, in diese Rolle reinzugehen, weil man diese Lücke wahrgenommen hat. Das hieße ja im Umkehrschluss, wir müssen im Grunde dahin, die Bubbles ein Stück weit aufzulösen. Ja, das heißt also, wenn die eine, natürlich haben wir es in dem Fall mit den deutschen Mehrheitsmedien zu tun gehabt, das ist natürlich ein viel stärkerer Anwurf. Inzwischen würde ich sagen, wenn wir mal die, 20 Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte als ein Viertel der deutschen Bevölkerung sehen oder mehr, können wir nicht mehr von einer Bubble reden, sondern wir reden im Grunde von einer Gesellschaft, die dabei ist zu zerfallen in Diskursgemeinschaften, in denen unterschiedliche Regeln gelten und in denen wenig voneinander gewusst wird. Deswegen, Frau Behle, an Sie und dann auch an Frau Hübsch, jetzt sozusagen die fortlaufende oder daraus folgende Frage: Was kann man denn tun, jetzt als evangelische Medienfrau, nicht nur zu fragen, wie kriege ich denn meine evangelischen Themen sozusagen an den Mann und an die Frau, sondern wie gucke ich denn auf Judentum und Islam? Wir wissen, dass die Abwehr, auch der antimuslimische Rassismus eben auch in christlichen Communities ausgeprägt vorhanden ist, sonst kämen wir ja nicht auf jeden zweiten Bundesbürger, da müssen ja ab und zu mal auch Christen dabei sein. Also empfinden Sie da einen Auftrag? Gibt es da eine Idee? Oder sagen Sie, damit ärgere ich eher mein Publikum, was ja durchaus sein kann. Ja, ich habe ja eben von dem Shitstorm erzählt, den wir gerade erleben. Also wir sitzen jetzt hier im Dialogzelt und ich denke, das wurde ja maßgeblich mit vorbereitet von unserer Pfarrerin für interreligiösen Dialog, Susanna Faust-Kallenberg. Also ich sehe da eindeutig einen Auftrag, aber jetzt nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen pflegen wir den interreligiösen Dialog, fragen uns auch, wo sind wir jetzt in der Gesellschaft? Und Sie sprachen von dem Evangelisch, es hat ja mehrere Seiten. Es ist die Institution Kirche und es geht auch um die Botschaft, die wir 2023 haben und mit der wir in Kontakt treten wollen zu den Menschen. Also das wäre so der eine Punkt. Und die Botschaft heißt, wir sind im Gespräch, wir sind im Gespräch niemanden. Zu vielerlei Themen, ja. Also es wurden gestern ja die Seligpreisungen auch zitiert. Das sind Dinge, an denen man sich nicht immer im Alltag messen kann. Aber wir haben einen Grund, auf dem wir arbeiten. Also Frieden zu stiften zum Beispiel. Frieden zu stiften und gleichzeitig aber auch zulassen, dass evangelisch leitende Persönlichkeiten sich in Zeitungen, zum Beispiel gab es ja auch in der FAZ, unterschiedliche Positionen zu Waffenlieferungen angesichts des Angriffskriegs in der Ukraine vertreten. Ich glaube, das ist für mich ein hohes evangelisches Gut, diese Vielfalt, die wir auch vermitteln. Frau Hübsch, wie sehen Sie das? Also ist es immer noch dieses Aufbäumen von Einzelpersonen, die es schaffen oder nicht schaffen? Wir haben hier zwei Menschen, die Erfolg hatten mit ihrer Botschaft sozusagen. Oder gibt es da, ich habe Sie vorhin schon danach gefragt, hoffnungsvolle Zeichen, wie sehen die aus? Oder was brauchen wir denn eigentlich? Was wünschen Sie sich denn vom Hessischen Rundfunk? Sie haben gerade schon gesagt, Sie sitzen da und heben ab und zu die Hand. Was wünschen Sie sich von den großen Printmedien? Und wie ist das auch realistisch? Also ich weiß natürlich, dass man heute auf die Quote schauen muss, auf die Abonnenten, auf die Klickzahlen. Und man kann sich nicht dauernd leisten, gegen die eigene Leserschaft oder gegen das eigene Publikum anzuschreiben oder anzufilmen. Ja, das ist ein echtes Problem. Und die Lage ist ja schwieriger geworden. Der Widerstand ist heftiger geworden. Was man sich heute traut, mit Klarname zu sagen, da hätte man sich in den 80er, 90ern geschämt. Auch durch den Aufstieg der AfD ist offener Rassismus, offener Antisemitismus, aber vor allem auch Islamfeindlichkeit hoffähig geworden. Also keine leichte Aufgabe für jemand, der aus der Blase raus will.
Also wir haben definitiv dieses Problem, dass wir eine Fragmentierung der Gesellschaft in Teilöffentlichkeiten haben und jeder so in seiner Bubble, in seiner Filterblase unterwegs ist. Aber es gibt eben auch durch diesen Transformationsprozess hin zu Social Media ganz viele Möglichkeiten für Minderheiten, für Muslime, sich eine eigene Reichweite aufzubauen. Und das machen ja ganz viele. Das heißt, wir haben eine alternative Form, auch an Informationen zu kommen, an Informationen zu gelangen. Und dieser UEM-Bericht zum Beispiel, also der Bericht zum Thema Muslimfeindlichkeit, der empfiehlt nicht nur, dass man das Thema Muslimfeindlichkeit in den Pressekodex mit aufnimmt, sondern der sagt auch, es gibt ein großes Potenzial, sich anhand von Social Media zu orientieren und dort neue Expertinnen und Experten zu finden, was viel zu wenig gemacht wird. Also was man der FAZ zum Beispiel vorwerfen kann, wurde, glaube ich, in der Vergangenheit auch viel gemacht, dass man im Zweifel die Frankfurter Ethnologin zu Rate zieht. Ihre Busenfreundin, habe ich gehört. Also das ist natürlich dann so eine Geschichte, wo dann viele nur noch Kopfschütteln können, weil sie glauben, da gibt es auch noch so viele andere Akteure, die da auch sprechfähig wären. Aber ich verstehe schon, ich glaube, dass Sie, Herr Knob, unterschätzen, wie stark die Anschlussfähigkeit gerade auch in die muslimischen Milieus hinein ist, als konservatives Medium. Weil Muslime sind schon auch, nicht natürlich alle, aber es gibt da doch sehr starke konservative Kräfte und Tendenzen. Und das gilt für viele Bereiche, ob es jetzt das Thema, gesellschaftspolitische Themen, Feminismus, also da gibt es so viele Anschlussmöglichkeiten. Also auch ethische Fragen jetzt, wenn es um Suizid geht zum Beispiel. Definitiv, ja. Ich erinnere mich an einen FAZ-Artikel, da ging es um das Thema Bindungstheorie, das war ein renommierter Professor, den Sie da hatten, der ist viral gegangen unter Muslimen, weil der einfach bestimmte Dinge kritisiert hat, gesellschaftliche Entwicklungen. Und Fried Höffe war das, glaube ich, im Feuilleton vor ein paar Wochen. Also da haben sie natürlich eine Möglichkeit anzudocken. Und ich glaube, das muss auch unbedingt passieren. Und das ist auch jetzt nochmal hin zu dem Punkt Hessischer Rundfunk, was muss sich da verändern? Hier geht es um die Zukunft. Also wir wissen ganz genau, dass wir die jungen Menschen nicht mehr erreichen auf die klassischen Wegen. Und wenn sich da nicht ein radikales Umdenken etabliert und man ganz viel ausprobiert, und ganz viele Möglichkeiten auch schafft. Es geht da nicht nur um die Zukunftsfähigkeit der Medien, es geht auch, das muss man so pathetisch sagen, um die Zukunftsfähigkeit der Demokratie. Weil in dem Moment, wo jeder nur in seiner Blase zu Hause ist und nicht mehr diesen Perspektivwechsel schafft, nicht gelernt hat, also wenn auch so eine Zeitung den dominanten Frame ihrer Leserschaft nicht herausfordert, da ist man auch nicht mehr in der Lage, Kompromisse zu machen, also kompromissfähig zu sein. Und das schwächt die Demokratie ungemein. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch der Meinung, ich habe viel auch diskutiert mit AfD-Politikern zum Beispiel und AfD-Politikerinnen. Dafür bin ich auch aus der muslimischen Community sehr hart angegangen worden und kritisiert worden, weil man gesagt hat, wie kannst du denen so eine Plattform geben und sie quasi erhöhen. Aber das muss man. Man muss solche Streitgespräche, Debattengespräche auch stärker in allen Massenmedien wahrnehmen können. Und man muss die Entzauberung argumentativ führen und eben nicht durch Isolierung. Und ich weiß, das ist hoch umstritten, aber es kann eben nicht sein, dass jeder in seiner Wohlfühlzone, in seiner zielgruppenkonformen Zone liefert und unterwegs ist und produziert, sondern man muss sich nach allen Seiten hin öffnen. Und erst dann wird es auch interessant, weil dann haben wir Streit und Debatte und kommen weiter und haben Erkenntnisgewinn. Genau, das gönnen wir uns ja hier auch auf dem Podium. Bevor Herr Knob vielleicht zum Thema, wir waren ja vorhin schon mal an dem Punkt Auswahl von Referenzgrößen und wem gebe ich denn Raum in meinem Blatt, vielleicht noch was sagt, würde ich gerne noch kurz auf Funk verweisen wollen, also das große, auch teure Jugendangebot von ARD und ZDF, das ja, wie ich meine, vielleicht wollen Sie da auch noch was zu sagen, von Anfang an sich divers aufgestellt hat bei den Leuten, die es machen, das von Anfang an auch auf Befehl der Ministerpräsidenten nur auf YouTube gesendet hat, denen es da sozusagen gelingt, auch wenn sie nicht nur Grimme-Preise gewinnen, sondern ab und zu auch mal kritisiert werden, zum Beispiel mit den Datteltätern, das ist mein Lieblingsformat, gezielt in der Community Diskriminierung, Vorurteile abzuarbeiten. Und das geht natürlich auch in Richtung der Herren Knob und Kaspar. Also da hat man ein bisschen, halb zog sie ihn, halb sank er hin, der Intendant, so ein bisschen gezwungen, aber dann doch auch es geschafft, mit dem aktuellen HR-Intendanten Florian Hager, der das aufgebaut hat, eine Plattform zu entwickeln, natürlich mit dem Geld, was man bei den Printmedien erstmal verdienen muss, wo man sagt, okay, das nehme ich als was Drittes wahr. Das ist jetzt nicht das ist der FAZ-Leitartikel oder der Lokalteil der Rundschau.
Und da gehe ich aber hin, weil ich an einem Ort bin, auch Sie beide sind ja, glaube ich, mit Videos und so weiter in Social Media, wo ich Reichweite generiere unter denen, die vielleicht irgendwann, wenn ich das nur gescheit gelabelt bekomme, großes Problem auf YouTube, dann doch die Rundschau lesen oder die FAZ und merken, da wird ein Diskursraum aufgemacht. Genau, ich weiß, wie schwierig das alles ist, aber die Differenzierung in Sonntagszeitung und Wochenzeitung, F+, digital, Podcast, da ist ja schon unheimlich viel passiert die letzten Jahre, wo Sie beide vermutlich auch nicht ganz unschuldig waren. Also ist so viel. Ich zum einen. Nicht damit irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Was ich gerade beschrieben habe, und ich bemühe mich da immer um Ehrlichkeit, ist der Status quo. Von wem wird die FAZ im Moment gelesen und warum, glaube ich, aus welchen Gründen und warum, glaube ich, ganz persönlich überhaupt nicht mit irgendeiner Empirie gestützt, warum kommt dann dieser oder jene vielleicht auch von einer anderen Glaubensgemeinschaft eher zu uns, dass wir jede Menge Autoren haben, die auch aus anderen Glaubensgemeinschaften kommen. Das muss ich, glaube ich, gar nicht aufzählen. Das ist ja glasklar. Bei der Auswahl von Volontären oder überhaupt jeder Art von Einstellung spielt es für mich die Religionszugehörigkeit keine Rolle. Es passiert im Übrigen allein, wenn das gilt und wenn man das ernst nimmt, ganz automatisch, dass das diverser wird. Und das ist auch so. Was die Aktivitäten auf den diversen anderen Kanälen angeht, die FAZ ist da. Wir sind eine der allerersten großen deutschen Zeitungen, die mit sehr viel Mühe einen TikTok-Kanal aufgebaut haben, wo inzwischen auch die Zugriffe Millionenhöhen überschreiten. Die Kollegin, die sich da federführend darum kümmert, heißt Aileen Güler, das nur mal so am Rande bemerkt. Und die macht es auch sensationell gut und erreicht dann da ja ganz offensichtlich Menschen, die das gut finden, was sie und ihre Kolleginnen und Kollegen da machen. Wir sind in der Tat, also Funk ist inzwischen ja so divers, dass sie auch von der FAZ produziertes Format dort sendet, Was kostet die Welt, das ganz klassisch und sehr in der Tiefe Wirtschaft zu erklären versucht, was, wie ich finde, sehr gut funktioniert und zeigt, dass auch da also Berührungsängste haben wir da gegenseitig null. Ganz im Gegenteil, wir haben von den Formatentwicklern von Funk da unwahrscheinlich viel dazu gelernt. Allein dafür hat sich das ganze Projekt schon sehr gelohnt. So, und ja, klar, also so wir denn noch als konservative Zeitung wahrgenommen werden, das ist ja auch nicht mehr bei jedem der Fall. Es gibt ja auch Hashtag aus Fatz wird Tatz. Da glauben Leute ja auch Gründe für zu finden, warum das angeblich wahr ist. Mag das dann auch attraktiv sein. Aber ja, also natürlich nicht durch etwas liebdienerisch Andienendes, sondern weil einfach relevante Themen da sind, die eben aus Gründen viral gehen. So viel vielleicht. Also ich freue mich sehr, dass wir jetzt diese beiden total spannenden Projekte hervorgelockt haben sozusagen und Sie hoffentlich nicht zu sehr geärgert mit der Anfrage. Finde ich super spannend. Und das zeigt ja auch, das wäre jetzt sozusagen wieder wirklich schade, dass der HR-Intendant nicht hier ist, das zeigt ja auch, dass sozusagen frei und auf dem Markt finanzierte Medien sehr wohl manchmal schneller zu Dingen in der Lage sind oder genauso schnell wie solche, die doch ganz gut ausgestattet sind finanziell, sage ich jetzt mal, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Herr Kaspar, gerne auch noch von Ihnen. Genau, ich würde gerne eine ganz andere Ergänzung machen. Also Kompliment an die FAZ auch an der Stelle. Ich verfolge das ja schon immer, wir kennen uns auch schon länger, mit welcher Akkuratesse Sie das auch durchziehen. Also großes Kompliment. Für heute ist mir ein anderer Punkt ganz wichtig und das ist Ihre Frage, wie gelingt Dialog? Und das Allereinfachste ist, sich dem Dialog zu entziehen. Wenn Sie rein kapitalistischen Interessen nachgehen, dann ist der Dialog das Schlimmste, was Sie tun können. Dann ist Dialog bringt nichts, Sie müssen sich darum kümmern und so weiter. Wir haben einen anderen Weg bestritten, das ist eine meiner persönlichen Lebensweisheiten. Wir haben ein Community-Team. Also und zwar könnten wir das als FR gar nicht bezahlen, gar nicht leisten. Die gesamte Gruppe hat ein Community-Team. Also Ippen Media. Genau, mit Stefan Stukenbrook an der Spitze und 56 Moderatoren, die 20 Stunden am Tag die Kommentare, die Social-Media-Feeds durchschauen. Warum? Warum? Weil wir Kommentare offen lassen. Das ist etwas, was Sie heute fast nicht mehr können. Sie können es nur noch mit maschineller Unterstützung machen, natürlich. Aber Sie müssen Dialog organisieren.
Und das ist ein riesiger Kostenblock. Ein riesiger Kostenblock, der ihnen gar nichts bringt. Also die Klicks, die sie da machen, sind wertlos, wenn sie so wollen. Die bringen keine Anzeigenerlöse. Aber sie bringen dem Diskurs etwas, weil sie entschärfen, weil sie bestimmte Spitzen abbrechen, weil sie das gestalten. Das heißt nicht, dass es uns durchwegs gelingt. Bei der FR sehr gut, ja, weil wir eine relativ klare Linie haben. Aber in der gesamten Gruppe, das können sie gar nicht mehr leisten. Aber das ist einer der Glaubenssätze, ein bisschen schiefes Bild, der journalistischen Glaubenssätze, die ich habe, gibt den Dialog nicht auf. Gibt die Chance nicht auf, dass das Internet und soziale Medien auch etwas anderes sein können als eine Hetzmaschine, eine algorithmisierte Zersetzungsmaschine. Es hat einen anderen Grund, mit dem man sich auch auseinandersetzen kann und den man auch nutzen kann. Und das ist etwas, worin wir extrem viel investieren und üblicherweise keine Journalisten mitdiskutieren lassen, weil die untergehen. Also die Bedrohung der Kolleginnen, die sich gegen Antisemitismus, die sich gegen Antimuslimisches einsetzen, ist unfassbar. Du darfst dich gar nicht, oft sind es dann auch sehr streitbare trotzdem, aber ich würde mir manchmal wünschen, Hanning Vogts würde sich weniger in die Schlacht werfen. Aber nichtsdestotrotz, es braucht auch Profis, Mediatoren, Community Manager, die das dann entschärfen und die das dann moderieren. Herr Kaspar, damit haben Sie im Grunde schon meine letzte Runde eingeleitet. Vielleicht können Sie das mit integrieren, Herr Thiab. Nämlich wirklich die Frage, ja, Bedrohung, aggressive Kommunikation. A, was erleben Sie? Und B, wie gehen Sie damit um? Also Funk hat, glaube ich, Bots eingesetzt, um die Kommentarspalten zu organisieren. Das finde ich sozusagen hochambitioniert. Das muss man erstmal können. Aber ansonsten hat man halt eben die Arbeit oder muss wie Focus, glaube ich, und andere die Kommentarspalten zumachen. Und es gibt ja auch Dinge, fürchte ich, jenseits der Kommentarspalten. Also wir hatten im Haus am Dom vor einiger Zeit Dunja Hayali, die kann Geschichten erzählen. Ja, wir haben gerade in der ARD, das ist ihr hoch anzurechnen, aber auch im ZDF, zunehmend Moderatoren, denen man ihre Migrationsgeschichte ansieht. Und denen geht es allen, glaube ich, nicht so richtig gut. Ja, das heißt also, wir müsst, also aus Selbstschutz müsste man sich eigentlich wegducken, aber wenn man das tut, haben sie ja schon gewonnen. Ja, von daher vielleicht nochmal rückwärts die Runde. Wie gehen wir mit Aggressivität? Wie gehen wir mit nicht einem friedlich in seiner Bubble sitzen und vor sich hin dämmern, sondern einem aggressiven die Bubble und die Sicht in dieser Bubble verteidigen und andere angreifen um? Ein Punkt nur vorher, weil Sie Funk angesprochen haben. Dilara, du bist ja auch da. Also als Datteltäter gestartet ist, weiß ich noch, habe ich mit meinen Brüdern da gesessen und wir haben das zusammen geschaut. Also das heißt, da ist etwas passiert, was für diese Gruppe sehr, sehr spannend und wichtig war. Klar fehlt nach der Zeit, weil das sehr, sehr stark unterhalten war. Jetzt geht's ja auch in Richtung Information mehr. Das zu dem Thema. Das hat die Otto-Brenner-Stiftung Funk ja auch vorgeworfen. Ja, die Studie ist ja ganz schön kritisch und wurde dann in der FAZ auch ausführlich, in der Rundschau wahrscheinlich auch, in der FAZ ausführlich dargestellt. Also da gibt's ja schon auch Ringen um journalistische Standards. Genau, das ist mir natürlich als Journalist immer wichtig. Komödie auf der einen Seite ist auch cool, aber dass wir inhaltlich arbeiten zu der Frage, wie gehen wir mit Kommentaren um? Wir machen natürlich muslimischen Content und kriegen sehr, sehr viel ab. Ja, also da ist in den Kommentarzeilen schon manchmal, stehen da Dinge drin, auch wirklich sehr, sehr beleidigend mit Namen. Wir haben es so gelöst, dass wir es wirklich wegmoderieren. Also das heißt, wir haben Leute, die das dann moderieren, weil wir die Erfahrung gemacht haben, wenn du es stehen lässt, bleibt die Meinung. Ich finde, man darf nichts stehen lassen. Genau. Man sollte immer reagieren. Und wenn man es aktiv macht, 2-3 Leute reagieren auf den Shitstorm, dann ist es in der Regel so, dass die Dinge sich zumindest mal in eine Mitte bewegen. Dankeschön. Also ich glaube, wir unterschätzen die Systematik, mit der wir angegriffen werden als Demokratie, als Medien. Also die Entgrenzung von Sprache, die im Bundestag anfängt und die sich immer weiter vorwegsetzt. Europa erwache, hat der AfD-Abgeordnete seinen Vortrag beendet. Also Entgrenzung von Sprache, die nicht ein... Sie haben vorher Mainstream-Medium gesagt, da bin ich schon zusammengezuckt. Ja, wo geht das so hin? Ja, wo geht das so hin? Also, naja, sie zucken so, aber wo ist die Grenze? Ja, wo ist die Grenze? Alleine ein Wir, Ihr, so.
Und das Zweite ist, wir unterschätzen die systematische Zersetzung. Da nehme ich die FAZ nicht aus. Ja, die Kolleginnen und Kollegen haben das auch. Mich ficht das persönlich an. Ich werde persönlich bedroht, meine Familie wird bedroht. Ich bin jemand, der ständig gegen Polarisierung schreibt, für Dialog schreibt. Ich werde persönlich angegriffen. Ich werde persönlich zu egal welchem Thema mittlerweile. Da müssen Sie nicht über Islamunterricht in Hessen schreiben. Da können Sie über die English Theater Verbleib schreiben und Sie werden sagen, der Tag der Rache wird kommen und wir werden nicht haben. Also mich ficht das an. Jeder von uns ist aufgefordert, seinen Beitrag dazu zu sagen. Wo gehen wir mit der Sprache hin? Ich glaube, wir sind erst am Anfang. Wir werden einen hässlichen Wahlkampf erleben. Also bestimmte Vertreterinnen und Vertreter waren bei DeSantis. Wir kriegen die ersten Vorboten des Kulturkampfes und antimuslimischer, ich möchte da kein Wort dafür sagen, ist ein Teil dessen. Genauso wie auf der anderen Seite eine Rückkehr zu einer romantisierten christlichen Mittelstandsfamilie. Also ich glaube, wir sind erst am Anfang und wir müssen alle zusammen, auch nicht gegen diese Menschen, auch die sind nicht mehr integriert, die suchen nach Halt, die suchen nach Integration, müssen diesen Dialog pflegen. Ja, genau, in der Tat. Also da schließe ich mich gerne an. Vorsicht vor diesem Begriff Mainstream-Medien, der ist inzwischen so konnotiert, dass da vieles sehr falsch oder eben genau richtig so verstanden wird von denjenigen, die ihn aus der falschen Richtung immer gebrauchen. Tatsächlich gibt es das auch nicht. Also wir sind alle sehr unterschiedlich. Was ist denn überhaupt der Mainstream? Und doch sind wir an einer Stelle natürlich ähnlich. Wir stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Und tatsächlich beim Paulskirchenjubiläum hier, da war ja vorher auf dem Paulsplatz was los. Und ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Also wenn es losgeht, dass man sich dafür entschuldigen muss, dass man auf dem Boden des Grundgesetzes steht, dann ist natürlich das Ende der Diskussion erreicht. Heuchler haben Sie gerufen. So, und das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Und an der Stelle ist es dann hoffentlich noch Mainstream, dieses Grundgesetz hochzuhalten. Diese Kommentare bekommen wir alle. Auf der Plattform haben Sie nichts zu suchen. Sie müssen weg, Sie müssen da raus, weil wir eine Haftung übernehmen. Wir sind ja Anbieter dieser Plattform und übernehmen, wenn man so will, juristische Patenschaft dafür. Und ich habe jede Menge Leser, die sich bei mir beschweren, dass ihre Kommentare nicht freigeschaltet werden oder nach einer halben Stunde weggesperrt werden und überhaupt. Und sie glauben dann am Ende auch mit ihrer Abonnentennummer erzwingen zu können, dass das wieder freigeschaltet wird. Nein. Und dann nein, und das ist auch keine Zensur oder irgendetwas. Ich muss die Diskussionskultur bewahren, in einen Raum schaffen, in der überhaupt noch Meinungsaustausch möglich ist. Und das ist eben die große Gefahr, dass ein Dialog ja eben nicht mehr möglich und aber auch nicht mehr gewollt wird. Und ja, am liebsten würden diejenigen natürlich sehen, dass wir alle verschwinden, weil sich dann nur noch polarisierte Meinung im Netz bildet und das Ausgleichende einer vielleicht in der bürgerlich-konservativen Mitte stehenden Zeitung und einer eher in der bürgerlich-linken Mitte stehenden Zeitung, dass das verschwindet. Und wir sind ja weder richtig links noch richtig rechts, sondern wir gleichen in der Mitte der Gesellschaft aus. Das ist nicht mehr gewollt. Wenn wir verschwinden, wird es erstmal richtig unangenehm. So, und übrigens, die Tageszeitungsauflagen sind in der Tat einen Blick wert. Ganz herzlichen Dank. Ich weiß noch, als ich das erste Mal, glaube ich, war das bei Anne Will war oder so, also eine große Talkshow, 3 Millionen plus Zuschauerinnen, Zuschauer. Da hat dann 2 Tage später, morgens um 10, hat es auf einmal bei mir geklingelt. Ich war ganz überrascht, waren 2 Polizisten in Zivil und die sind dann zu mir nach Hause gekommen und haben mich versucht zu coachen. Und haben mich versucht vorzubereiten, also weil sie im Netz eben unfassbar viel Hass und Häme gefunden haben und mir klar machen wollten, wie gefährlich das Ganze auch ist. Und im Laufe der Zeit habe ich natürlich massiv Briefe bekommen mit den schlimmsten Todesandrohungen und alles Mögliche. Da entwickelt man ein unfassbar dickes Fell. Manche entwickeln es auch nicht und wollen es auch gar nicht entwickeln. Aber ich glaube, da kommt dann ein Punkt zutage, der mir hier in der Diskussion fast schon ein bisschen zu wenig vorkam. Da möchte ich an Herrn Kasper anschließen, der vorhin gesagt hat, Religion hat oft auch was, es ist eine Ressource.
Und es ist eine normative Grundierung, die ja auch Haltung verleiht und die auch angstfrei macht. Also zu erkennen, dass Spiritualität, dass wir auch totales Defizit haben an Spiritualität in der ganzen Debatte um Religion, aber dass genau diese Spiritualität Menschen stark macht, angstfrei macht, ihnen auch die Angst sogar vor dem Tod nimmt und dann eben sie auch sprechfähig macht und sie ermutigt und auch mutig macht, in der Öffentlichkeit zu stehen, wohlwissend, dass sie jederzeit vielleicht dafür büßen müssen. Das ist die Stärke und auch die Schönheit, die Religion vermitteln kann, und zwar in dem Moment, wo es nicht eine fanatische, extremistische Religion ist, sondern eine, die auf Erfahrung mit Gott beruht. Also wenn jemand persönliche Gotteserfahrung gemacht hat, wenn jemand gemerkt hat, wie Gott in das eigene Leben eingewirkt hat, dass Gott lebendig ist, dass Gott spricht, das ist genau das, worüber wir nicht mehr sprechen. Weil das ist eine Art Tabu, dafür schämen sich viele, das ist auch für viele viel zu weit weg. Und das ist aber der Kern von Religion und Spiritualität. Und ich glaube, also das ist mein eigentlicher Wunsch, das müsste stärker stattfinden, auch in den Medien, weil wir leben in Zeiten des Hasses, wir leben in Zeiten des Krieges. Und das kann unfassbar befrieden, weil es den Menschen inneren Frieden verschafft. Dankeschön, Sie haben das Statement jetzt gegeben, das Ihnen gefehlt hat. Frau Behler. Ja, ich hatte in meinem Eingangsstatement ja auch schon gesagt, dass ich mir ein wenig mehr kirchlicherseits über Glaube reden wünschen würde. Und das hat ja durchaus immer wieder hier eine Rolle gespielt. Und jetzt in der Schlussrunde habe ich überlegt, wie bringe ich das unter Haltung Glaube? Und gleichzeitig Bildung und Aufklärung sind mir wichtige Begriffe. Und für die evangelische Kirche, dafür auch die katholische Kirche, hat eine lange Bildungstradition. Und da sehe ich mich an der Seite der Zeitungen, die eine wichtige Bildungstradition hat, auch über die verschiedenen Richtungen des Islam. Es ist ja es gibt nicht den Islam, genauso wie es evangelisch-katholisch und auch unsere christliche Welt hier ist wesentlich vielfältiger geworden. Also wir brauchen Austausch, auch differenzierten, weiten Austausch. Zeitungen sind für mich immer noch ein Medium raus aus der Blase. Die Frage ist auch das Geschäftsmodell. Und wir brauchen im Grunde eine Bewegung in unserer Gesellschaft. Und ich war gestern Abend auch hier, da gab es eine Diskussion, Religionsvertreterinnen und Politiker, Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete, also durchaus prominent besetzt. Und man merkte, es war ein großer Bedarf und Bedürfnis, sich auszutauschen. Wir wollen unsere demokratische, freie, auf einem Rechtsstaat beruhende Gesellschaft erhalten. Und wir brauchen mehr Foren. Und ich denke, die evangelische Kirche und auch die katholische Kirche, also die, die wir jetzt hier sitzen, und auch andere, sind daran interessiert und bereit. Und ich wünsche mir, dass das eher gestärkt wird in Anbetracht all des Hässlichen, was es auch gibt.